Massenphänomen Zwangseinweisung. Jahr für Jahr werden in Deutschland rund 200.000 Menschen gegen ihren Willen in die Psychiatrie gebracht. Menschen aller Schichten und aller Bildungsgruppen. Besonders häufig trifft es ältere Menschen wie die Berlinerin Gisela Z., die mehrfach gegen ihren Willen eingewiesen wurde. Das ist furchtbar. In irgendeiner Haltung wird man angeschnallt und muss dann verharren oder schlafen und wacht dann durch die Drogen, wacht man dann auf mit Schmerzen. Gisela Z. wurden Klopfen und Lärmen in ihren eigenen vier Wänden vorgeworfen, dazu mangelnde Wohnungspflege. Es gab Beschwerden von der Nachbarschaft. Keine Frage, sie hätte fremde Hilfe gut gebrauchen können. Ihr Betreuer entschied sich aber für eine Zwangseinweisung, angeblich zum Wohl der Betroffenen. Für die Rentnerin wurde das zur Qual. Ich habe mich nur in mich zusammengekrochen und immer gehofft, dass es Hilfe gibt. Ich habe nachts nicht schlafen können von den Medikamenten und ich konnte nicht mehr reden. Sie wehrte sich gegen die Bevormundung. Zu den Anwälten, die Gisela Z. dabei unterstützten, gehört Thomas Saschenbrecker. Der Experte für Psychiatrierecht warnt, dass immer mehr Menschen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, in Psychiatrien zwangsabgeschoben werden. Es ist eine Form auch der Homogenisierung der Gesellschaft. Das muss man ganz klar sagen, dass hier alles, was unbequem ist, was auffällig ist unter Umständen, dass das weggeschafft wird. In Anführungszeichen natürlich nicht in der krassen Form, aber doch muss man sagen, leider viel zu oft, viel zu häufig und viel zu sehr gegen die Interessen der Individualität. Wie schnell es zu Zwangsanweisungen kommen kann, bestätigt diese frühere Krankenschwester einer Psychiatrie. Altenheime würden Menschen einliefern lassen. Die Gründe? Steigender Kostendruck, Überlastung oder auch schlicht Bequemlichkeit. Weihnachten fährt nur eine halbe Schicht. Und wenn dann viel Arbeit ist, dann wird eben gesehen, dass die Leute verteilt werden. Das heißt auch in geschlossene psychiatrische Abteilungen? Ja, da wird der Hausarzt angerufen, der hat geschlagen. Ja, und bei uns stellt sich dann meistens raus, vollkommen harmlos. Das Gesetz sagt, der Betroffene muss entweder sich selbst oder andere gefährden, bevor ihn ein Arzt oder Betreuer einweisen lassen kann. Es gilt der Aspekt der Fürsorge. Doch immer häufiger würden die Grundrechte Betroffener gebrochen, warnt der inzwischen emeritierte Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr, Mitbegründer des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Das ist eigentlich unerhört, wenn man bedenkt, dass der Satz 1 des ersten Artikels des Grundgesetzes heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt mit anderen Worten, bei mindestens 200.000 Bürgerinnen und Bürgern wird ihm jedes Jahr das Grundrecht, ihr zentrales Grundrecht, nämlich ihre Würde, völlig angetastet. Das heißt, sie wird ihnen entzogen. Das St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee. Eine der Kliniken, in denen Gisela Z. untergebracht war. Ein christliches Vorzeigehaus, offen, demokratisch und modern. Die Zwangsanweisung von Gisela Z. sei Ausdruck von Humanität, erklärt die Leitung. Das ist ja auch eine ethische Frage. Wenn Menschen in eine Psychose geraten, in so eine schwere psychische Störung geraten, lässt man sie dort, weil sie selbst keine Krankheitseinsicht haben, darin und lässt sie in ihrem Leiden? Oder aber sagt man, an der Stelle haben wir auch eine Fürsorgepflicht und müssen sie aus ihrem Leiden herausholen und müssen sie dann behandeln? Das Amtsgericht hat die Betreuung für Gisela Z. wieder aufgehoben. Sie sei in der Lage, ihren Willen frei zu bestimmen. Wie weit kann ein psychisch kranker Mensch für sich Verantwortung übernehmen? Der Grat zwischen Fürsorge und Freiheitsberaubung ist manchmal schmal. Eine Zwangseinweisung sollte die Ausnahme bleiben. Immer häufiger wird im Zweifel gegen die Freiheitsrechte der Betroffenen entschieden und für den störungsfreien Ablauf der Gemeinschaft. Das beobachtet auch der Bremer Strafrechtler Helmut Polläne. Der Druck sozusagen nimmt zu auf meinetwegen Bekannte und Verwandte,
sozusagen schafft uns diesen Störfaktor hier sozusagen vom Halse. Dafür gibt es doch Profis, dafür gibt es Einrichtungen und Verfahren und so weiter, die sozusagen zumindest als Problem zu entsorgen. Das Betreuungsrecht ist inzwischen regelrecht zum Großunternehmen geworden, wo man jedes Jahr immer mehr Menschen unter Betreuung stellt, für die betroffenen Betreuung einrichtet und die Leute wegsperrt, weil es einfach bequemer ist. Kein Platz für Sonderlinge. Die Normierung des Lebens findet längst statt. Mit Hilfe der Wissenschaft sucht man Antworten auf die Frage, was ist normal, was unnormal. Doch wo die Wissenschaft Klarheit verschaffen soll, bleibt wenig Platz für Grautöne. Was nicht passt, wird weggesperrt. Das Gefährliche ist eben die Bereitschaft, bei noch mehr Menschen noch früher festzustellen und dann auch juristisch zu entscheiden und durchzusetzen, vor dir muss die Gesellschaft geschützt werden, auf die eine oder andere Weise mit Chemie oder mit Einschließung, mit Wegsperren und so weiter. Und diese Bereitschaft wächst mit dem vermeintlichen Glauben oder mit der vermeintlichen Gewissheit, man könnte naturwissenschaftlich belegen, wer gefährlich ist, wer krank ist, wer Risiken mit sich bringt und so weiter. Die Zahl der Zwangseinweisungen steigt rapide und auch die Zahl der Betreuungen hat sich in den letzten 20 Jahren knapp verdreifacht. Doch was der Gesellschaft das Gefühl der Sicherheit verschaffen soll, wird zum Rückschlag für die Freiheitsrechte hunderttausender Bürger wie Gisela Z.